Hallöchen, herzlich willkommen bei einer neuen Runde Orkschnetzeln auf die Durchgänge mit euren Rob bei der Mutmeerbande. Und zwar haben wir eine Map mit drei Eingängen. Wir haben Mitte rechts, links und hinten links Eingänge und die Gegner können dann noch hier so eine Zwischenetage hochlaufen und dann hier oben noch lang und runter kommen. Und hier ist das Ziel, wo sie rein wollen, die netten lieben Orks. Wir spielen heute mal ein bisschen anders mit Münzplatte. Da sind die Orks mehr Münzen wert, noch ein paar Fallen daneben. Und dahinter noch ein paar Brandfallen und die, wo setze ich die noch hin? Ja, die setze ich hier noch hin und dann geht's schon los. Das heißt, wir warten jetzt, bis die Orks hier sind und wenn sie hier drauf sind, werden sie getötet. Gibt mehr Cash. Ob sich das jetzt bezahlt macht oder ob es jetzt besser gewesen wäre, nur Brandfallen zu setzen, sehen wir später. Aber kostet ja nur 200, also hat man eigentlich schnell rein. So, ein Ork ist sonst nur 10 mehr, jetzt 23. Okay, durch den Münzbonus noch. Also 15 ist auf der Platte sonst. Oh, wie kommt das denn? Also sagen wir mal 5 mehr pro Ork. Das heißt, bei 200 muss ich etliche töten. Ja, das sind 40 Orks. Geht eigentlich 40 Orks, aber sollte man hinbekommen. So, und da müssen wir es eigentlich schon fast bezahlt haben, diese Platte. Bei dem warte ich noch. Zack, jetzt kriegt den Heady. Und der auch. So, tot. Dann bauen wir oben ein paar Brandfallen hin. Oder Schwefelfallen. Okay, wir können nur eine Seite safen. Das heißt, wir müssen rechts ein bisschen selber aufräumen. Nehmen wir schon vorher ein paar raus. Weil bei denen habe ich noch Zeit. Die oben dürften nicht lang kommen. Und ihr müsst hier alle sterben. Denn nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Ein guter Ork ist toter Ork. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Er ist zu jung zum Sterben, ich aber auch. Und hier kommen sie jetzt halt rechts lang. Problem wird, wenn sie hier noch lang kommen, ja, wie jetzt. Oder kann man nicht oben gleich lang? So weggesprengt. Die backen da irgendwie fest. Stirb jetzt. Danke. So, du noch einen Schuss, bist du tot, oder? Nee, doch nicht. Stirb bitte. Dankeschön. So, wir haben noch ein paar Münzen. Das heißt, wir machen jetzt oben weiter safe. Drüben haben wir 4. Vielleicht reicht es ja auch für 4. Oh, Glück gehabt. Können wir umbauen. Und wir aktivieren mal die Münze. So, läuft schon mal gut. Haben wir schon mal 300 zusammen. Das heißt, wir da... Das hätte ich nie machen sollen. Aber ich habe überlebt. Wir kommen ja hier lang hier oben. Ah, die sind vorhin vielleicht durchgekommen. Das ist eine Mal, wo ich mich eingespielt habe. Ich habe vorhin noch mal eine Runde ohne Aufnehmen gespielt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Nur ein paar Schädel gesammelt im Endlosspiel. Das muss man nicht unbedingt zeigen, weil 3 Stunden Endlosspiel muss ja keiner, will keiner sehen, sag ich mal. War das nur eine Münze jetzt? Das war echt wenig. So, hier, das passt soweit. Oben gehen wir mal noch eins mehr dazu. Zack, zack. Hier nochmal 2. Und dann können wir noch hier ein und drüben eine setzende Wandfalle. Und dann stoppen wir mal die nächste Runde. Gucken, was kommt. Jetzt kommen Armbrustschützen. Aber nur von rechts anscheinend. Nicht getroffen. Warum nicht?
Da sind sie gestorben. Wann kann ich meine Münze wieder aktivieren? Ich brauche Cash. Jetzt eh nicht, jetzt habe ich drei Granaten geworfen. War nicht so schlau. So sieht es hier aus. Ja, kommt keiner lang. Keiner durchgekommen. Okay, jetzt schon Angst, dass einer durchgekommen ist. Aber das ist hier anscheinend verbrannt. Ja, Münze wird sinnlos aktiviert. Zu spät. Schade. Wir bauen hier noch ein paar Lavafallen. Die sind echt einfach übertrieben, die Lavafallen. Die kann man eigentlich nur bauen, es kommt nichts mehr durch. In der Map, wo keine Flieger kommen, extrem gut. Okay, jetzt leuchtet sie nicht mehr, schade. So, ich würde euch gerne hier töten, danke. Ja, hat sich auf jeden Fall jetzt schon bezahlt gemacht, diese Münzplatte. Es müssen halt oben noch Fallen sein, die daueraktiv sind. Das wäre cool. Dass hier noch mehr drinnen sterben. So, die können wir noch töten. Dass sie selber wegsprengt, wie sieht es hier oben aus? Alles schick soweit. Hier ist auch alles schick, kommt keiner mehr lang. Ja, okay, zwei sind durchgekommen, noch. Aber auch schon fast komplett down. So, Münzen einsammeln und dann wie immer neue Fallen setzen. Und ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Flamers. Denn die sind richtig geil. So, was kommen jetzt für welche? Ein Troll kommt, naja, das ist nicht schlimm. Hallo. Eddie. Nur anschießen, nicht töten. Denn jetzt sollte er sterben. Zack. Jetzt geht's Cash. Bam, 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 bam. Money, 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 money. So, 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 so. Jetzt, zack. Jetzt, zack. Da kann man die anderen noch mit in die Luft sprengen. Das ist so lustig. Und dann müssen sie dann über das Flammenfeld. Schaffen sie eh nicht. Die Horde entfesseln. Machen wir gleich, Jungs. Machen wir gleich. Wir bauen noch ein paar Fallen. Ja, nur Flames. So. Hier drüben noch mal ein paar, dass hier echt nichts mehr langkommt. Zwei können wir noch, dann gibt es hier noch ein paar Endgegner für euch, die ihr erreichen müsst. Setzen wir hier noch einen Bogenschützen erstmal hin. Genau, du hältst sie auf. Einer nur? Warum nur einer? So, die haben wir hier unten alle so weit im Griff. Oben ist auch alles im Griff. Eigentlich muss ich nur hier verteilt gehen. Ah, ich kann meine Bogenschütze machen jetzt. Roll 1 kommt nicht an, das ist schon mal gut. Ein Schädel. Können wir nochmal Bogenschützen bauen? Eins, zwei, fünf, genau, das ist gut. Und die nächste Welle kommt sofort. Ich bin nur am Geld einsammeln bei der Map, hier ist Wahnsinn. Aber so, jetzt kommen wir bei oben noch ein paar Flamers hin. Sammeln noch die Münzen ein. Aktivieren wir die Münzen. Bauen hier noch ein bisschen. Und dann reicht es noch für einen Bogenschützen. So, Jungs, anlegen.
Schießt! Nur Bogenschütze kommen gerade, oder Armbrustschützen, das sagt ja. Oben die sterben eh. Und hier unten hoch. Ja, meine Bogenschützen heilen sich, das ist sehr gut. Gut, dass ich dieses Upgrade gekauft habe. Dann halten sie auch mal ein, zwei Schüsschen aus aufs Nüsschen, ne? Bam, tot. Wie sieht's hier oben aus? Ja, kommt keiner mehr an. Das passt schon. Und schon wieder 4000 Gold. Ich muss gar nicht mehr damit. Boom, hier nochmal ein paar. Bereit zum Dienen. Münze kann ich noch nicht aktivieren. Schade. Aber ich kann noch Münzen einsammeln. Sehr gut. Ja, wenn hier oben lang geht, bringt doch eh nichts, Jungs. Schafft er nicht. Ihn nur anhitten? Oh, ihn getötet. Wollte ich gar nicht. Jetzt können wir sterben. Kommt da an, der Wolf? Nö, er kommt nicht an. Wie er tänzelt. Zu heiß. Ja, hier stirbt alles. Ich brauche nur noch zugucken. Wir können die Show genießen, aber nur noch fallen. Ja, gut, wir fallen bauen. Er dient dem Orden. Oh, Schädel, hol ich mir. Kommt was durch? Nö, ne? Wie sieht's aus? Ah, alles schick. Dieser Pfeilregen, der hier kommt, keine Chance. Ja, auch nicht. Stirb endlich, danke. Kann gleich die nächste Welle kommen, 500 lange Botten, ne? Kann tödlich sein, ist es auch. So, drei Bogenschützen jeweils, das reicht dann. Können wir hier unten noch eine Fraktion hinflabbern. Schießt, Jungs. So, aktivieren wir die Münze. Geben wir wieder extrem viel Obercash. Haben wir also langsam den Dreh raus. Also die Fallen sind echt top. Weil die Brandfallen, ne? Fünf Leute können drauf. Erst dann muss ich wieder reaktivieren. Das ist genug Zeit, um jemanden zu töten. Zack, zack, zack. Hier oben stirbt alles. Du hörst es nur. Tot. Da sterben die miesen, fetten, dreckigen Orks. Los, stirb, du Ork. Au, au, au. Schieß in meinen Rücken. So, kommt oben was lang. Oh ja, wie es aussieht. Nee. Das ist wieder unten. Das ist so verwirrend hier. Aber bei weitem nicht. Und ich könnte schon wieder 5000 Fallen bauen. Und noch genauso viel Geld einsammeln. Es hat Boom gemacht. Ja, wir haben schon wieder 5700. Was soll ich denn noch bauen? Ich weiß es echt nicht mehr. Nur eine Münzplatte. Irgendwas mit Orks, er hat's vergessen. Schießt, Jungs. Wir gucken uns mal von der Seite an. Stirbt alles. Und was nicht stirbt, verbrennt elendig. Also stirbt eigentlich auch, ne? Was nicht erschossen wird, wird verbrannt. Ja, jetzt können wir schön gemütlich zugucken. Die sind oben. Dann holt sie runter. Und roll. Wie lange gehen wir den? Er ist auch auf der Platte gestorben. 137, das ist schon fett. Plus die 50, die er so noch bringt.
Oh, der könnte es schaffen. Oh, oh nein, natürlich nicht. Hier ist viel zu viel Feuer. Oh, ich hänge schon wieder, wie es mag. Hallo, ihr Ochse. Hallo. So, alle tot. Wie sieht's aus? Nächste Welle, genau, in 12 Sekunden. Müsste doch die letzte Welle sein. Und wir haben so viel Cash. Das heißt, wir pflastern hier alles voll. Was soll's. So, fertig. Oh, komm, hier noch ein bisschen. Das schon mal anbrennt. Was weiß ich. Egal. Stirbt eh alles. Selbst hier haben wir noch genug Münzen, ey. So ist er auch tot. Der kommt auch nicht bis an. Oder? Nee. Ja, tänzelt. Au, 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 heiß tot. Es kommt halt einfach nichts an. Alle tänzeln nur, weil sich die Füße verbrennen. Da gab es wieder einen Schädel, den hole ich mir. Oh, doch ein Schädel. Wo war denn der andere Schädel? Wo ist er denn? Wo liegt er denn? Muss ja irgendwo sein. Ich wollte noch den Schädel einsammeln. Oh, schade. Ja, wie gesagt, diese Schwefelfallen, die sind extrem hart. Wir können mal gucken. Wir haben noch ein paar Schädel gesammelt. 8 Stück. Wir gucken mal ins Zauberbuch, was wir uns Neues kaufen können. Fallentechnisch. Bei dir haben wir eigentlich schon alles. Man kann nur eins, oder? Ja, man kann nur eins. Also die ist schon top. Noch was für die Decke wäre halt geil, ne? Was für die Decke. Die können auch an der Decke platziert werden. Nämlich Pfeilwände für die Decke. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, Europa.